Servus Moldova, not another dope show. Ernst Stamm 2, Wochenreflexion von 14.08. bis 21.08.1994. In dieser Woche hatte ich so einiges um die Ohren. Mittwoch bekam ich eine Absage zwecks den Testtagen. München ist nicht. Naja, ich klemmte mich hinter das Telefon und habe mit Mühe und Not einen Tag bei der Herrschinger Polizei klar machen können. Donnerstag fuhr ich mit dem Rad um den Ammersee. Eigentlich wollte ich ja unter Leute. Nun war ich alleine. Aber es war schön und ich war über meine Ausdauer überrascht. Den einzigen Kontakt hatte ich zu einem Mann mittleren Alters, den ich nach dem richtigen Weg fragte, als ich vor drei Abzweigungen stand. Zur Polizei ging ich mit gemischten Gefühlen, da ich früher ja nur als Täter dort war. Ich wurde von einem netten Herrn empfangen, der sich als Hauptkommissar entpuppte. Er zeigte mir seine Inspektion und unterhielt sich mit mir. Er erklärte mir, wie die Polizei gegliedert ist und die einzelnen Dienstgrade. Wir unterhielten uns einige Stunden auch über sein Hobby, die Jagd. Ich ging von dort mit einem neuen Bild der Polizei fort. Und ich konnte auch ein positives Bild von uns vermitteln. Alles in allem haben mir die Testtage sehr gut gefallen und mir geht es im Moment sehr gut. Bin aber schon leicht nervös wegen dem anstehenden Elterngespräch, das als nächstes Ziel ansteht. Tja, was war da, Leute? Ganz klar. Also das Bild, was die Polizei von Drogenkonsumenten, Drogendealern etc. pp. Hat, ist natürlich ein negatives, ganz klar. Ja, es ging mir schon in der Ausbildung an, wo ihnen beigebracht wird, dass es ganz was Schlechtes ist, dass die Dealer alle schlecht sind und natürlich auch ihre Erlebnisse. Ja. Selbstverständlich gibt es unter Dealern auch Verbrecher und was für welche. Es ist da ganz klar, dass da auch mal welche dabei sind, die sich mit Waffen wehren. Ja. Aber um das Thema soll es jetzt gerade nicht gehen. Aber mir ging es einfach nur darum, dass ich dort halt einfach mal ein anderes Bild vermitteln habe können, dass die Polizisten erfahren haben und gesehen haben, ja, nicht jeder Süchtiger ist ein schlechter Mensch. Ich bin ja auch kein schlechter Mensch, deswegen. Ich meine, ich saß ja da später noch einmal drin mit dieser Polizei und da hat er dann einen auf den Täusch gemacht. Die haben es immer noch nicht verstanden, leider. Ja. Da ist noch viel Arbeit zu tun, damit das dann jeder Mensch versteht, dass jemand, der Drogen konsumiert, kein Verbrecher ist. Das war's für heute. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten oder dann in die Kommentare. Warum? Bis dahin, peace out, Leute. Stay clean.